Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stoffwindel-Video mit Sabine und den Stoffwindeln. Und in dem heutigen Video geht es um die Prefold-Windel. Was sind Prefolds? Prefolds, das sind große Stoffstücke, von denen sind mehrere Lagen übereinander gelegt und dann ist das Stoffstück miteinander vernäht. Die meisten Prefolds haben in der Mitte eine zusätzliche Lage an Stoffen. Das heißt, es kann sein, dass an den Seiten 4 Lagen Stoff sind und in der Mitte 6 Lagen Stoff. Und wenn du das dann übereinander klappst, dann hast du richtig viel Stoff in der Mitte, der übereinander liegt. Und dann hast du eine richtig tolle Saugkraft hier bei so einer kleinen Windel. Was du auch siehst, das ist die Besonderheit eben bei diesen Prefolds, dass du da, wo diese Stoffstücke in der Mitte sind, Teilungsnähte hast. Und an diesen Nähten kannst du die Windel dann ganz einfach schon mal klappen. Prefold, vorklappen. So ist das. Super einfach und du kannst sie jetzt unterschiedlich eben verwenden. Das eine ist, dass sie um das Kind herum gewickelt wird, dann benötigst du einen Snappy. Oder aber sie wird einfach nur gefaltet und in eine Überhose hineingelegt, dann brauchst du keinen Snappy. Es gibt unterschiedliche Faltweisen und da komme ich dann gleich noch dazu. Was sind die Vorteile von Prefolds? Einer der größten Vorteile ist, dass es ein sehr einfaches System ist. Das heißt, es ist relativ günstig, also es ist teurer als Mullwindeln, denn es sind ja mehrere Lagen und es muss ja ein bisschen was vernäht werden. Also es ist günstig, es ist robust, es lässt sich gut waschen und es lässt sich vielseitig einfach verwenden. Denn wie du siehst, es gibt auch Prefolds, die recht klein sind und die kannst du eben dann auch als Zusatz einlegen, Lagen zu anderen Windeln nehmen oder wirklich als eigenständige Windel dann halt. Der Nachteil von den Prefolds ist für viele, dass sie erstmal Sorge haben, schaffe ich das denn, das überhaupt so um das Kind herum zu wickeln. Aber das ist eine Übungssache. Dann nimmst du dir am Anfang vielleicht ein Stofftier, ein großes, und übst das ein bisschen und das ist dann auch gar nicht schwer. Die Prefolds kannst du auch schon ganz gut vorbereiten. Das heißt, wenn du sie eben einfach in so eine Überhose hineinlegst, kannst du dir so einen ganzen Stapel schon fertig machen, stapelst den in dein Körbchen oder in deiner Schublade und wenn du eine frische Windel brauchst, hast du sie dann komplett fertig bei der Hand und musst einfach nur noch dein Kind wickeln. Also ganz einfach, viele Nachteile fallen mir halt nicht ein. Das war nur eben so dieses, es könnte schwierig sein, zu falten. Wenn du nur mit Prefolds wickeln möchtest, dann benötigst du ungefähr 24 Stück an Prefolds plus eben Überhosen. Das können Überhosen aus Pull sein wie diese hier. Oder am Mikrofaservlies oder aus Wolle. Und von denen benötigst du so 5 bis 8 Stück. Es kommt ein bisschen drauf an, ob dein Kind jetzt ein Neugeborenes ist. Neugeborene müssen sehr viel öfter gewickelt werden. Oder ob das Überhosen sind, die wie Mikrofaservlies oder Pull. Die musst du öfter waschen als Überhosen aus Wolle. Und wenn du eben ein Neugeborenes hast, empfiehlt es sich auf jeden Fall, noch ein paar Snappies zu haben. Denn bei einem Neugeborenen ist es immer gut und immer wichtig, dass die Windel komplett um den Körper des ganzen Babys geht. Denn die pieseln viel und vor allem ist dieser Muttermilchstuhl so weich, dass der schnell mal irgendwo ausläuft. Wenn du die Prefolds neu erhältst, dann sind sie noch sehr glatt. Und man denkt sich so, oh Gott, wie soll denn das alles halten? Aber du kannst sehen, gewaschene Prefolds sehen sehr viel fluffiger und aufgeplusterter aus. Ist egal, welche Webart das ist. Es kann diese Twill-Webung sein, es kann die Bird's-Eye-Webung sein oder auch hier diese Stoffe, die wie die Mullwindeln die Webung haben. Es ist egal, die Stoffe werden alle aufgeplustert nach dem Waschen und saugen dann wunderbar den Urin und auch den Stuhl dann auf. Das Waschen ist relativ einfach, auch wenn du Baumwolle Prefolds verwendest, denn die kannst du ja bis zu 60, 90 Grad waschen. Du kannst ein Vollwaschmittel nehmen, das auch einen gewissen Anteil an Sauerstoffbleiche eben enthält, dass es dann auch wirklich die Flecken, aber vor allem auch die Gerüche und Bakterien dann entfernt.
Und du kannst die Prefolds dann auch ganz gut trocknen, entweder im Trockner oder auf der Wäscheleine. Dadurch, dass sie eben jetzt nicht so wahnsinnig dick sind, trocknen sie auch sehr schnell. Du musst natürlich die Prefolds, wenn sie neu sind, einwaschen. Es gibt die Empfehlung, Baumwollstoffe oder aus Bambusviskosestoffe, dass man sie so 3 bis 5 Mal einwäscht, und bei Hanfstoffen wird bis zu 10 Mal irgendwie gesagt. Ich finde, man muss sie nicht so oft einwaschen. Man muss sich halt nur bewusst sein, dass der Wickelabstand einfach kürzer ist am Anfang. Das heißt, du bekommst eine neue Windel, wäscht sie ein oder vielleicht maximal 2 Mal ein, dann wird sie benutzt und du kannst sie halt noch nicht so lange am Baby lassen, weil die Naturfaser einfach noch nicht so viel aufsaugt. Dann musst du eben schneller wickeln und die Windel wird dann gewaschen. Ich persönlich finde das ressourcenschonender, wenn man den Wickelabstand eben dann kürzer hält und dann die Windel vorher jetzt nicht 5 oder 6 Mal schon mal vorwischt. Wie wird sie jetzt gefaltet? Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Ich habe dir ja gezeigt, dass man sie einfach nur in eine Überhose einlegen kann. Das ist dann bei Überhosen der Fall, die mit Klettverschlüssen oder mit Druckknöpfen geschlossen werden. Da kannst du sie einfach einlegen. Und da gibt es die Möglichkeit, entweder eben entlang der Nähte das zu machen oder quer zu den Nähten. Und wenn du das quer zu den Nähten machst, hat das noch den Effekt, dass du hier in der Mitte jetzt richtig viel Stoff hast, denn das ist ja der verstärkte Teil der Prefold, der jetzt übereinander liegt. Das empfiehlt sich besonders bei Mädchen, die ja doch mehr in der Mitte pieseln. Bei Jungs kannst du das so machen, wenn du sie in der Länge falten wirst, dass du hier vorne ein Stückchen umfaltest und dann gehst du hier an den Nähten entlang. So, und dann legst du diesen verstärkten Teil nach vorne rein, an die Bauchseite. Und jetzt ist hier an der Bauchseite, da wo eben bei den meisten Jungs das Pipi dann hinfließt oder auch bei Mädchen, die gerne auf dem Bauch schlafen. Und dann wird hier richtig viel aufgesaugt. Das sind also die einfachen Faltarten für die Überhose. Und dann gibt es noch unterschiedliche, wie jetzt eine Windel um das Baby herum gewickelt werden kann. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit bei einem Neugeborenen, dass du den sogenannten Jelly Roll machst. Du legst dir deine Prefold hin und rollst so von der Mitte ausgehend die Seiten in Richtung Mitte hinein. Jetzt hast du achtest darauf, dass es vorne schon so ein bisschen mehr eingerollt wird, dass es hier vorne ja quasi fast so dreiecksmäßig zuläuft. Das wird auf dem Bauch vom Baby geklappt. Du ziehst den hinteren Teil, die Flügel auseinander und die werden jetzt auf den Bauch gelegt. So. Jetzt gehst du mit dem Snappy hin und hakst es auf der einen und auf der anderen Seite und schließlich in der Mitte ein. Und jetzt hast du hier an den Beinausschnitten die Seiten schön eingerollt, sodass der weiche Muttermilchstuhl nicht ausfließen kann. Eine andere Möglichkeit, um die Windel rund um das Kind zu bekommen und die meist dann bei etwas größeren Kindern verwendet wird, ist der sogenannte Angel Fold. In dem Fall klappst du das untere Ende hier auf die Mitte, hier auch. Und du siehst, jetzt hast du hier so eine Art Triangel. Und jetzt kommt das vordere Teil wieder auf den Bauch. Die Seitenflügel ebenfalls auf den Bauch legen. Wieder mit dem Snappy befestigen. Und wenn du möchtest und wenn du jetzt noch hier Stoff übrig hast, kannst du es nochmal zusätzlich einrollen. Und jetzt kommt die Überhose drüber. Eine Erweiterung von diesem Angel Pad Fold, von diesem Angel Fold, ist der Newspaper Fold. Dabei wird das Vorderteil, also im vorderen Bereich, einmal umgeklappt. Jetzt machen wir das wieder so, dass wir die Ecken hier in die Mitte legen, auf den Bauch legen und jetzt die Flügel hier nach vorne. In dem Fall hast du jetzt hier vorne eben wieder noch mehr Saugkraft, wie du sehen kannst. Das ist jetzt wieder ein ganz guter Trick halt für die Jungs, dass hier die Saugkraft verstärkt wird. Und wenn du jetzt aber ein Kind hast, das dazu neigt, dass
das Kaka mehr nach hinten ausfließt, dann gehst du hin und schlägst es nach hinten um. Jetzt wieder hier vorne die Ecken in die Mitte, hast wieder diese Form. Und jetzt hier komplett das wieder auf den Bauch legen, mit dem Snappy befestigen. Und fertig ist die Windel. Und jetzt siehst du, jetzt hast du hier so eine Art Lasche, wo sich Muttermilchstuhl noch aufsaugen könnte. Dann gibt es noch eine Faltung, die nennt sich Bikini Twist. Die wird aber nicht sehr oft verwendet. Das heißt, du nimmst die Prefold, drehst sie einmal herum. Es wird getwistet. Und jetzt hast du in der Mitte sehr, sehr viel an Stoff. Aber wie du siehst, ist das nicht so günstig, wenn dann nämlich das Kaka dann an der Seite herausfließen kann. Es wird dann auch wieder nach oben geklappt. Flügel kommen hier nach oben. Ja, es macht halt in der Mitte im Schrittbereich, macht das jetzt nicht so, trägt das nicht so sehr auf. Das ist relativ schmal. Ist halt, wie gesagt, für den Stuhlgang nicht so optimal. Da ist es vielleicht ganz gut, wenn man hier in dem Bereich, wo sich diese Tasche da bildet, wenn das mehr so an dem Ausgang ist, am Anus, wo das Kaka rauskommt. Ja, das war's jetzt also mit den Prefolds. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Prefolds sind einfache Stoffwindeln, die relativ günstig sind, die sich gut waschen, die gar nicht so schwer sind anzulegen. Und mit denen du auch einen nicht allzu dicken Windelpopo dann erreichst. Das ist für viele ja auch noch ein großes Argument. Ich hoffe, das hat dir jetzt mal wieder weitergeholfen bei der Entscheidung, welche Windel du vielleicht nehmen sollst. Und wenn du Fragen hast, dann schreib sie unten in die Kommentare. Alles klar. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.